Ja, hallo und herzlich willkommen von einem etwas anderen Ort. Heute sind wir in meinem Außenlager. Den habt ihr lange nicht mehr gesehen und den da hinten habt ihr ganz lange nicht mehr gesehen. Ich habe mich dafür entschieden oder dazu entschieden, jetzt den 124er mal wieder in meine Halle zu tun, da ich da jetzt ein bisschen Platz habe, weil ja einige Autos gehen mussten. Jetzt schauen wir aber mal, ob der 124er überhaupt läuft und wie das technisch so aussieht, weil das Auto stand jetzt 2,5 Jahre, also weit über 2 Jahre, stand der genauso an diesem Fleck, genauso wie er da steht. Ich habe nichts gemacht. Also das Auto sieht auch entsprechend aus, wie wenn er 30 Jahre da stehen würde. Jetzt tun wir den erstmal raus und schauen mal, ob der anläuft. Da bin ich jetzt mega gespannt. Was glaubt ihr? Wird der anlaufen? Erste Schlüsselumdrehung? Ich glaube schon. Wir sehen es gleich. Oh, voilà, voilà. Oh. Guten Tag. So, den tun wir jetzt raus und dann kümmern wir uns um den 124er. Nach 3 Jahren Stand in Scheune, also er steht hier zum Glück trocken. Jetzt Leute, knapp 3 Jahre Standzeit, das erste Mal Schlüssel umdrehen. Strom ist da, Benzinpumpe habe ich auch gehört, die läuft auch. Und jetzt der Moment der Wahrheit. E220 nach knapp 3 Jahren Standzeit. Leute, habt ihr noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Das ist einfach, das sind Motoren, das ist Technik, die für die Ewigkeit gebaut wurde. Man dreht einfach nur den Schlüssel um nach 3 Jahren. Wahrscheinlich genauso nach 10 oder 15 Jahren dreht man den Schlüssel um und fährt nach Portugal, wenn es sein muss. Wie schön der einfach läuft. Der läuft, wenn nie was gewesen wäre. Dieses kleine, ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hört, dieses kleine metallische Flackern, wo von irgendeiner Rolle oder so kommt, das hat er vorher schon gehabt, also das sieht man schon in der Standzeit, da erinnere ich mich dran. Das ist mir bekannt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob man rauskommt. So Leute, kleines Zwischenfazit von meinem verstaubten W124, der jetzt eine halbe Ewigkeit in der Scheune stand. Ist natürlich, ich habe jetzt festgestellt, die Scheune kein optimaler Abstellplatz. Also eigentlich ganz Gegenteil vom Optimal, weil die Bremsen sind auch ein bisschen verrostet. Und da merkt man einfach, dass von unten halt, ihr habt es ja gesehen an dem Boden, feuchter Boden, da zieht halt einfach die Feuchtigkeit hoch und ja, ist natürlich fürs Auto, ich glaube, der rostet dann trotzdem, wenn er eh rosten würde. Ich weiß nicht, ob das dann so einen großen Unterschied macht, ob der jetzt innen oder außen steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft er, funktioniert soweit. Schauen wir mal, ob wir die paar Meter zu meiner Halle fahren können. Das Lenkrad, leicht schimmelig, das sieht ein bisschen ekelhaft aus, muss ich mal drüber gehen, bevor ich da fahre. Und sonst muss man den halt einfach mal ordentlich auslüften lassen. Aber da gucken wir danach. Also Leute, ich fahre. Picobello läuft das Auto. Wirklich perfekt. Die paar Kilometer jetzt zu meiner eigentlichen Halle werden gar kein Problem sein. Nur ich sehe nicht so viel durch die Scheibe, weil die so verstaubt ist. Aber echt krass, also das Auto
fährt genauso wie da, wo ich ihn abgestellt habe. Reifendruck, alles, alles passt. Ist echt sehr beeindruckend, sehr cool. W124 halt einfach ein mächtiges Auto, wenn nicht das mächtigste. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, der Lüftermotor funktioniert nicht, der wird wahrscheinlich festsitzen. Heißt, den muss man einmal kurz anschubsen. So, und angekommen in der Werkstatt. Ja, was soll ich sagen? Die erste Fahrt war picobello. Nichts hat sich verändert. Er fährt genauso, wie ich ihn auch abgestellt habe. Ich zeige euch nochmal kurz das Auto von außen. Der kriegt jetzt von mir erstmal dann eine Wäsche. Der wird jetzt erstmal schön runtergewaschen, weil hier natürlich sich einiges an Staub und allem möglichen Zeug hier angesammelt hat, das natürlich nicht ganz so ideal ist, aber macht ihn jetzt nicht unbedingt schlechter als vorher. Und dann werde ich wahrscheinlich technisch nochmal durchschauen, weil er jetzt fürs H-Kennzeichen bereit ist. Also der bekommt jetzt, ich glaube, nächsten oder übernächsten Monat, ich weiß gar nicht, müsste ich mal noch genau schauen, wie es da aussieht, bekommt er ein H-Kennzeichen. Da werde ich so TÜV neu machen und H-Kennzeichen drauf. Und ja, dann lasse ich ihn, glaube ich, zu. Oder ich verkaufen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr für diesen Scheunenfund hier bieten würdet. Schreibt es mal rein, Leute. Würde mich interessieren. Ist echt eine schöne Farbkombination. Innen braun, außen Rosenholz Metallic. Ja, und was ist jetzt die Schlussfolgerung von dieser ganzen Aktion? So, was will ich hier eigentlich mit zeigen? Oder was habe ich für eine Erkenntnis? Ich habe dieses Auto vor, sagen wir, 2,5 Jahren abgestellt. Und man schließt Strom an und das Ding läuft. Das ist doch einfach faszinierend, oder? Findet ihr das nicht auch so faszinierend? Ich finde das irgendwie cool, weil ich kenne es von den modernen Autos heutzutage. Die stehen gefühlt 2 Wochen und Katastrophe, alle Lichter an, alle Fehlermeldungen, was weiß ich. Und das Ding stellt man ab und holt es in Jahrzehnten raus und es funktioniert einfach. Irgendwie fasziniert mich diese Technik. Für mich das beste Auto, das je gebaut wurde, W124. Natürlich W126 auch krasse Autos und so. Die Technik war ja ähnlich, aber da sprechen wir auch irgendwo ein bisschen von anderen Preisen. Kann man dann vielleicht auch ein bisschen mehr erwarten. Aber so ein 124er, die Autos liegen, ich sage jetzt mal, unter 5.000 Euro und man bekommt so viel Auto, so viel Qualität für das Geld. Ist einfach geil. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ich werde den jetzt mal waschen und dann schauen wir mal, ob es noch irgendwelche Erkenntnisse, irgendwelche Feststellungen gibt. Wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss.